Willkommen zurück hier bei Final Fantasy 8. Oh, natürlich bin ich runtergelaufen. Das können wir später machen. Oh, es ist eine schöne Stelle. Hier komme ich nicht durch, oder doch? Oh, ich laufe jetzt erstmal hoch. Ah, schön. Komme ich hier auch durch? Ja. Hä? Hallo? Ah, ich dachte, jetzt passiert irgendwas, weil er blieb irgendwie einfach stehen. Ich hatte keine Batterie. Hier ist es hier, oder? Ja. Wir dürfen wieder umlaufen. Einfach drauf einschlagen. Einfach immer drauf einschlagen. Jo! Wir nehmen natürlich jedes Monster mit, weil ich möchte natürlich auch leveln. Mir war das auch klar, als wir in die Kanalisation sind, dass das von den GFs ja nicht reichen würde und ja. Und wenn man halt schwach ist, ist es halt blöd. Und ich möchte eh alle auf Level 100 bringen. Spätestens, wenn wir am Ende sind, möchte ich alle auf 100 haben. Und ich muss es nochmal anmerken, ich hatte so eine Angst. Der Spielstand weg ist. Oh nein. So, Errungenschaftsfortschritt. 1000 erlegt, 500 von 1000 erlegt. Ich glaube, auf jeder Map praktisch, kann man bis zu 1000 Monster umlegen. Und dann gibt es halt eine Errungenschaft. So. Können wir da rein? Au. Kann ich da mal? Nein. Kann ich nicht. Schade. So, erstmal ab nach oben. Ich lenke immer gegen. Und. Und dann bleibt der Ball hängen. Okay, kommt. Spielen. Oh Gott, wartet. Ich habe Angst zu verlieren. Den nehmen wir mit. Den. Ich weiß nur nicht, wie gut er ist, ne? Den nehmen wir nicht mit. Wir haben eh nur Cup-Karten. Ah, shit. Ja. Wenn ich unsere guten Karten verlieren, ja? Naja, nehmen wir mit. Wir nehmen auf jeden Fall kein Ifrit oder sonstiges mit. So, wir fangen an. Den setzen wir mal dahin. Nein, die Drecksau, da hat ein paar. 7, das kann ich nicht übertrumpfen. Jetzt müssen wir mal gucken. Da haben wir nicht. Nee. Dann bräuchten wir hier, aber dann macht es uns trotzdem um. So. Okay. Da haben wir nichts höher als 4. Also wichtig ist, dass die Zahlen höher sind als das, was wir gelegt haben. Das heißt, ich... Oder wir... Warte. Nee. Nein, so spiele ich nicht. Also dann
Ich würde lieber vor, bevor wir richtig, richtig Karten spielen. Oh shit, jetzt ärgere ich mich ganz doll, ne? Wollte ich nur mal anhören. Ah, nein, das Ding ist nämlich, bevor ich nicht alle richtig, richtig guten starken Karten habe, brauche ich auch nicht kämpfen. Karten spielen, weil wir werden eh verlieren. Alle voll, ne? Ach, komm auf. So. Oh Mann, ich ärgere mich um meine Karte, aber ich will nicht mal laden. Ich möchte nicht neu laden. Koppel. Dann machst du Flasche. Alle tot. So. Und weiter geht's. Eisenkugeln, na, immer eine an. So. Wird schon. Also ich... Bevor wir hier ganz rausgehen, nachher möchte ich echt... Eisenkugeln sammeln. Alleine schon für... Moment. Kann ich euch gleich sagen. Warum habe ich das vergessen? Gravit. Für Gravit. Was habe ich das denn vergessen? Ihr müsst auch überlegen, ich bin auch erst runtergelaufen, ne? Also bei mir ist alles Kuddelmuddel im Kopf. So, Erstschlag. Also es lohnt sich schon wirklich, wenn man die Achse starken Zauber mitnimmt. Selfie schlägt einfach nur zu und zieht so viel HP ab, während die anderen so, ja, ich bin ein kleines Baby. Mit meiner kleinen Peitsche. Yay. Der Kartenspieler, der hat mich böse gemacht jetzt. Nein, hat er nicht. Blitzka. Na komm, sechsmal. Immerhin. Kann ich da rein? Ja. Kiste? Noch so ein Typ. Der will bestimmt auch wieder Karten spielen. Tschüss. Nein, ich möchte nicht noch mehr Karten verlieren. Das macht mich traurig. Ach, oh, warte mal. Ich glaube, der war ganz doll stark. Ja. Warte. Mit seinem Löschen jetzt. Quatsch. Was hat er gezogen? 170. Okay, warte, ich guck erst mal. So, okay. So. Natürlich nehmen wir Brot das mit. Ja, auf Selfie. Yo! Mach das, dann kriegt Shiba alles ab. Also ich mag das Kampfsystem sehr. Ich finde dieses Kampfsystem eigentlich noch fast besser als von den neueren Games. Also bei Final Fantasy X war es ja auch noch so, dass du auf diesen Modus hast, bist in den Kampf und hattest halt den normalen, also du bist halt rein und dann hattest du den Kampf. Den neueren ist halt nicht mehr. Ein bisschen Brot, das haben wir bekommen. Ja, liebe Kartenmänner, nicht mit mir. Ach, es nimmt kein Ende, ne?
wette, einige von euch, die Final Fantasy 8 schon... Ach, warte mal, ich wollte ja eh... Zauber verschwenden. Im Sinne von Vita. Das war ja ein Spiel, ne? Was wollte ich sagen? Achso, genau. Leute, die Final Fantasy 8 schon mal gespielt haben, die wissen, wie unschön diese Ebene ist. Hier im Gefängnis, dieses Hoch- und Runterrennen. Schön ist es nicht. Aber es ist natürlich wichtig, dass man auch trainiert. Wie sieht's wie? Vielleicht fliegst du in den Himmel. So kommt er weg. Tot. Ja, so ein kleines, zartes Mädchen ist ganz toll stark. Potion. So, ab nach oben. Verstehe, die können die Sicherungen alle deaktivieren. Ja. Hey, Squall, aufstehen. Wach auf, Squall. Ich bin wach. Bist du okay? War die Hölle. Wir sollten erstmal raus hier. Nimm. Yay. Laguna, Laguna. Laguna? Okay. Da brauchen wir nicht viel ändern. Das ist sehr schön. Abkürzung bauen, welche Etage, welche? Eigentlich fast egal, weil... Ja, ich hab's verstanden. Weil wir müssen da eh lang. Gut, dass du lebst. Gehen wir. Squall, bist du okay? Ja. Yep. Wir sollten erstmal raus hier, okay. Ja, der wurde gequält und... Keine Ahnung, Stromschläge en masse und der steht einfach auf und läuft weiter. Und seine Frisur sitzt auch noch, hallo? Drei Wettertaft. Bist du nicht als Laguna schon mal hier gewesen? Hm, war ich nicht. Dann weißt du auch nicht, wie man hier rauskommt, Squall? Hm, jedenfalls sind wir bisher immer nach oben gelaufen. Vielleicht müssen wir doch nach unten? Ich will nicht nach unten laufen. Es wird schwer sein, zurückzugehen. Durch den Alarm sind nicht nur die Wächter, sondern auch Monster überall unterwegs. Sag mal, Squall, wie... Ich muss lachen, sorry. Wir müssen wieder runter. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Oh, Mann. Wow, was zum Henker ist das? Ein Kran, der die Einzelzellen von unten hinauf transportiert. Aha, das heißt, dieser Schacht geht direkt nach unten durch. Wenn wir hier einfach runterspringen, kommen wir irgendwann unten an, oder? Wir können es ja versuchen, aber diesmal ohne dein... Wow, ich kann mich erinnern. Dieser Kran müsste sich von oben... und von innen bedienen lassen. Ich erinnere mich, wie Ward das gemacht hat, aber das Ding muss gleichzeitig an zwei Stellen bedient werden. Jemand muss bleiben und es von oben bedienen. Hm. Tschüss, Xel. Hihi. Ich? Natürlich. Okay, schon kapiert. Ich werde von oben die Anweisungen geben, also geht... Also hinein mit euch. Gut. Hm, hier wird also der Kran gesteuert. Hey, hört ihr mich? Laut und deutlich. Und was muss ich machen? Drück auf den roten Knopf auf der Bedienungstafel, direkt vor dir. Ich will eigentlich aber noch ein paar Monster killen. Hallo. Den Rest können wir hier... Okay. Ich möchte eigentlich gerne noch ein paar Monster killen. Hm. Aber keine Sorge, ich denke, da werden wir noch zu kommen. Hey, was machen wir nun? Ich sehe da drüben eine Tür.
Und? Wir gehen mal dorthin. Wollte ich auch gerade sagen. Sand? Zugeschütteter Keller? Wie auch immer, wir können hier nichts raus. Was? Schüsse? Das scheint ziemlich bunt zuzugehen. Xael! Wir müssen schnell zurück. Da drüben sind sie. Nee, da sind sie, da drüben. Fast die Flüchtigen lebendig oder tot. Mist, es sind zu viele. Wir müssen weg hier. Es ist so ekelhaft. Sie sind schneller als wir. Ekelhaft, mir. Ekelhaft. Komm, Xael. Ja. Ach, Xael ist ja selbst nicht so stark, ne? Ach, Kacke. Vielleicht soll ich doch eine GF nehmen. Ja. Ach, scheiß drauf. Er hat genug HP. Ja, ja, ja. Ich könnte natürlich eine GF nehmen, aber das würde noch länger dauern. Na komm! Na komm, 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 komm! Ja! Bam, bam! Manu, das war's noch nicht. Warte, der greift gleich wieder an. Schnell, schnell! Ja, sehr schön, mein Freund. Sehr schön, Xael. Rennen. Potion. Ja, ist mir egal. Ja, ja, rennen. Rennen, da kommt schon der Nächste. Pass auf. Oder auch nicht. Da kommt gleich einer. Oh, oh. Das kommt davon. Stirb. Bam. Einmal die Achillessehne durch. Ich hab nur kurz hingelangt. Squall. Oh, danke. Oh. Was zum? Loslassen. Lass endlich los. Squall, Xael. Wie kommen die jetzt von oben? Yeah? Die waren unten. Und einer muss von oben bedienen und von drin. Yeah? Ja, Zauberei. Squall, lauf nicht alleine davon. Ist der Xael so wichtig? Oh. Yeah. Oh. Ich brauche noch Eisenkugeln. Ich will hier noch nicht drauf. Komm, der Kacke, die können mich kaum rühren. Hello. Ich habe zwar Angst, auf eine Hexe zu schießen, aber normale Söldner kann ich umnatzen. Zieh keine Show! Ab! Wenn Eva nicht so herumgetrödelt hätte, wäre alles nicht so schlimm geworden. Squall! Squall lebt, ich wusste doch, dass Squall okay ist. Ja. Rinoa, bist du okay? Klare Sache schließlich. Habe ich sie in Sicherheit gebracht? Was soll das heißen? Ich meine, mein Vater hat der Galbadier-Armee Befehl gegeben, mich hier herauszubringen. Und dann hat dieser Typ mich allein herausgezerrt, obwohl er wusste, dass Squall und die anderen noch hier sind. Nein, das ist nicht zu glauben, oder? Boah, sorry. Ich gebe es ja zu. Deswegen sind wir ja zurückgekommen, um zu helfen. Nachdem ich gebettelt und getobt habe. Wir sollten uns jetzt auf den Weg machen. Keine Chance, der Keller ist zugeschüttet. Natürlich, dieses Gefängnis ist gerade abgetaucht. Abgetaucht? Genau, dieses Gefängnis. Da sind sie, die Flüchtlinge. Bam, bam, bam. Boah, nimm dir zwei Leitungen, geh nach oben. Wir kommen hier schon alleine klar. Nach oben? Keine Zeit zur Erklärung. Der Ausgang ist oben. Glaub mir. Verstanden. Ich kann euch führen. Okay. Ja, warte. Ich bin noch einmal ins Menü. Ja. Lass mich das mal alles halb so wild. Nein.
Aber wisst ihr was? Wie es hier herausgeht, seht ihr in der nächsten Folge bei Final Fantasy. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Tai.